Hey YouTube, wie geht's? Ich habe schon lange kein deutsches Video mehr gemacht und da habe ich mir gedacht, ach ja, ich mach mal eins. Heutzutage schaut ja eh so gut wie niemand meine Videos, da ist es ja auch egal. Und ich dachte, wir machen mal einen kleinen Schwenk durch meine EDC-Rotation. Und ich sag euch mal, was es so Neues gibt und was es darüber zu erzählen gibt. Meine EDC-Messer habe ich ja hier in so einer, in einer Box. Die steht jetzt hier schon. Gut, das erste, worüber ich sprechen möchte, ist dieses. Das ist mein einziges Spyderco. Das ist das Spyderco Native Lightweight. Ich muss sagen, ich habe eine sehr bemerkenswerte, merkwürdige Beziehung mit diesem Messer. Ich habe das gekauft Anfang 2014. Da war es auch gar nicht teuer. Ich habe das auf eBay gekauft, allerdings ne, aus einer Sammlung, neuwertig. Für unter 50 €. Allerdings für ein Jahr habe ich es überhaupt nicht getragen, weil es mir überhaupt nicht gut gefallen hat. Ich dachte mir, ah oh, ja, ist ja die, ne, diese Plastiktextur, oh, total doof. Und ah ja, keine Liner, ja, auch nicht so toll. Und das Lockback, ja, ist halt schon ein bisschen ne, bieder und langweilig, so ein Lockback. Und die Klinge ist ja auch total kurz, habe ich mir gedacht. Wobei, die ist eigentlich gar nicht so kurz. Die ist 3 Zoll und 1/8 lang hier. Ja, da habe ich es für ein Jahr überhaupt nicht getragen. Habe ich es im Regal liegen lassen. Dachte ich mir, ja, vielleicht verkaufe ich es wieder. Dann irgendwann habe ich es dann doch mal vom Regal genommen und dachte mir, ach ja, so im Sommer oder so kann man es ja mal mitnehmen. Ist zumindest ja schön leicht. Ist ja das Lightweight ohne Liner. Und ja, dann habe ich es mitgenommen für eben diesen Zweck immer mal so hin und wieder, wenn man mal ein leichtes Messer haben wollte. Und das ging dann vielleicht auch so für ein Jahr. Und ich habe mir immer noch gedacht, ja, ach da, das Lockback, na, ist ja nicht so interessant. Und die Serrations, ja, ist ja zumindest mal was anderes, ne? Also es ist ja hier die Kombi-Klinge, die war damals beliebt für dieses Modell. Hier, die Plain Edge ist eine weniger als 1 Zoll, also nicht viel Plain Edge, dafür jede Menge Serrations. Ich habe dann aber schnell festgestellt, wow, dieses Messer hat doch enorm viel zu bieten. Erstmal, die S30V-Klinge ist genial. Die ist einfach nicht stumpf zu kriegen. Also natürlich wird sie irgendwann doch stumpf, aber es dauert schon sehr, sehr, sehr lange. Und dann ne, zieht man es einmal über den Keramikstab und dann ist es wieder scharf. Total gut. Und es ist ein Lockback, allerdings ein sehr gutes Lockback. Also wenn ich jetzt nicht hier hinter der Kamera sitzen müsste, dann würde ich es auch aufschleudern. Ja, gut. Geht nicht ganz so gut wie vielleicht bei anderen Spyderco. Allerdings ist es ein sehr toll designtes Lockback. Schließt auch einhändig, nicht wahr? Zack. Klick. Und das ist wirklich gut. Und ansonsten sind es eben die sogenannten Ergos, die hier so beeindruckend sind. Es ist einfach ein toll designtes Messer. Das Jimping passt perfekt, der Fingerzoil passt perfekt. Und eben, wenn man das Messer auflegt ein Schneidgut auf einen Tisch, dann liegt genau vorne die Plain Edge Kante auf. Also, auch wenn es hier weniger als 1 Zoll Plain Edge ist, kriegt man damit wirklich viel geschafft. Und die Spitze ist eben auch toll angeschliffen. Die ist genau richtig in ihrer Dicke. Nicht zu dünn, nicht zu dick. Sehr toll gemacht. Und die Verarbeitungsqualität ist auch super. Sodass ich mittlerweile das Native viel öfters trage. Jetzt nach mehr als 2,5 Jahren ist es mir richtig ans Herz gewachsen. Und jetzt, nach 2,5 Jahren, würde ich mir denken, oh ja, vielleicht könnte ich mir ja doch nochmal ein zweites Spyderco zulegen. Also, das hört man ja auch von anderen Leuten, dass die Leute sagen, ja, die Messer sind total hässlich. Viele Spydercos sind ja ein bisschen, ja, utilitaristisch und ein bisschen hässlich, so mit dieser Daumenrampe und dem FAN in verschiedenen Plastikfarben. Allerdings, die Ergos sind dann, was die Leute richtig abholt. Ja, und das ist das Spyderco Native. Was natürlich nicht so toll ist, dass jetzt in den paar Jahren Spyderco ja bei seinen Preisen richtig zugelegt hat, ne? Also dieses Native, das wurde damals für
$40 bei Walmart verkauft in den USA. 40 US-Dollar in dieser Konfiguration mit S30V und alles und hergestellt in Golden, Colorado. Ja, musst du mal gucken, was du heute bei Spyderco für $40 kaufen kannst. Nee, scheinlich nicht allzu viel. Gut, zumindest nichts, was aus Golden, Colorado kommt. Gut, jedenfalls das ist das Spyderco Native. Möchte ich nicht hergeben. Ja. Mein neuestes Messer ist das Kershaw Vapor. Das ist das Vapor 3. Das ist schon einige Jahre alt. Das habe ich eben gekauft, als es schon discontinued war, als es schon nicht mehr hergestellt wurde. In meinem Video, das keiner geschaut hat, habe ich es einmal vorgestellt. Mittlerweile ist das toll, hat sich das toll eingespielt. Das flippt sehr schön jetzt. Und das ist auch ein wirklich toll designtes Messer, muss ich sagen. Also, ich habe das in meinem Video schon gesagt. Die Klinge gefällt mir richtig gut. Die hat ja hier vorne einiges an Bauch. Und ansonsten halt ist das alles flach hinten. Und man hat hier so eine, ja, eine Klinge, die ist zwischen Drop Point und Clip Point so ein bisschen. Also, wenn man das noch eine Hechtklinge nennen wollte, dann würde ich dem zustimmen. Und das Messer hat ein sehr angenehmes Gewicht. 4 Unzen, 2, 4,2 Unzen. Das ist natürlich nicht ganz so leicht, so 160 Gramm, 150 vielleicht. Nee, muss schon ein bisschen weniger sein. 150 vielleicht. Auch wirklich toll, gefällt mir total gut. Das ist ganz anders als beim Spyderco, right? Das Spyderco hat mir am Anfang gar nicht gefallen. Das hier hat mir direkt von Anfang an super gut gefallen. Das Problem allerdings ist, dass das ein Vollstahlmesser ist und wo ich wohne, ist es ziemlich feucht. Also man muss hier echt total aufpassen, sonst kriegt man hier immer kleine Flugrostflecken und die muss man dann wieder abreiben mit WD-40 oder ja, wie heißt das? Brillo-Pads. Ja, das jedenfalls ist das Vapor 3, mein neuestes Messer. Gefällt mir total gut. Die Klinge ist 3,5 Zoll lang, also das ist mittlerweile auch eine Länge, die ich gerne trage. Das Vapor 3 von Kershaw, auch schon viele Jahre alt. Gut, nächstes. Als nächstes möchte ich nochmal mein Bali Song kurz in die Kamera halten. Das ist mein Bali Song von Exiled Cutlery, das ich mir selber zusammengestellt habe mit blauen Aluminium-Griffschalen. Und darüber kann ich viel Gutes sagen. Allerdings nicht alles ist gut. So, also die Materialien total gut. Die Pivots halten auch noch immer sehr gut. Nicht perfekt, aber sehr gut. Die Klinge war angegeben als S35VN. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich so stimmt. Die Klingenform ist gut, aber die Klinge ist leider total fett hinter der Faser. Also vor allen Dingen vorne, aber auch eigentlich überall. Die ist viel zu fett ausgeschliffen. Da hätte man vielleicht ein bisschen weniger, wäre da mehr gewesen. Ich kann natürlich verstehen, dass das vielleicht vom Design her so ist, weil man ja so einen Bodysong, mit dem man rumflippt, weil man das ja schon mal runterwirft und dann will man nicht, dass die komplett ausbricht. Vor allen Dingen bei einem härteren Stahl. Allerdings, ja, hier hätte man nochmal das ein bisschen feiner ausschleifen müssen. Das ist leider nicht so gut geglückt. Jedenfalls das Bali Song. Das kann man natürlich in Deutschland nicht tragen, aber wo ich wohne, kann ich das einfach so auf der Straße tragen, kein Problem. Und das trage ich auch unheimlich gerne. Es ist noch relativ sheeple-friendly, right? Mit dem Blau so. Das ist kein so furchteinflößendes Bali Song. Und man kann damit richtig schön rumspielen, wenn man dann eben mal auf dem Sofa sitzt oder sonst wo. Ja, das Exiled Cutlery Bali Song. Auch schön. Kütschük, kütschük. Wollte ich nochmal kurz loben. Also, wer gerne einen Bali Song bei Exile kaufen möchte, ja, der könnte das machen. Dann erinnert sich vielleicht jemand daran, dass ich mal ein Video gemacht habe über Victorinox. Da habe ich mich darüber aufgeregt, dass
Victorinox so wenig Innovation rausbringt und dass man bei Victorinox immer sucht, aber nie so ganz genau das bekommt, was man eigentlich haben möchte und dass Modelle, die ich haben möchte, alle nicht mehr in Produktion sind und wenn man es dann findet, dann muss man dafür extra bezahlen und ja, am meisten ärgert mich, dass Victorinox einfach so wenig macht, um mal Innovation rauszubringen. Also, ne? Und sagt, oh ja, aber das Pioneer X hat ja jetzt eine Schere. Ja, gut, hat ja auch nur 15 Jahre gedauert, dass sie das mal auf die Reihe gekriegt haben. Und jetzt machen sie wahrscheinlich für 5 Jahre nichts mehr deswegen. Ja, Victorinox sollte sich vielleicht mal ein Beispiel an Leatherman nehmen. Und ich habe gesagt zu der Zeit, ach, ich glaube, ich kaufe mir keine mehr. Ich habe jetzt keine, ich habe die Schnauze voll. Ich gebe mal einem Sanrenmu die Chance. Das ist das 789. Auch total toll. Trage ich immer noch gerne. Ist ein tolles Messer. Hat zwei Schraubendreher und ein, wie heißt das? Paketöffner, so ein Kabelschneider. Und ein Flaschenöffner. Ja, gut, tolles Messer. Aber darüber rede ich jetzt nicht. Ich habe gesagt, ich kaufe mir keine mehr. Habe mir dann doch noch wieder eins gekauft. Allerdings gehe ich daran jetzt mit einer neuen Philosophie. Vor vielen Jahren, und das ist auch, glaube ich, endemisch, wie der Markt bei Victorinox jetzt ist. Vor vielen Jahren war ich totaler Fan, right? Ich habe alle Modelle gekannt und habe meine Zeit damit verbracht, nach dem perfekten Modell für mich zu suchen. Und habe es dann leider doch nie wirklich gefunden. Und ja, ne, da muss man extra bezahlen, wenn man vielleicht mal ein Modell findet, das man unbedingt will. Gut, ich habe gedacht, nee, ach, egal, ich mache das nicht mehr. Ich kaufe mir jetzt einfach ein einfaches Victorinox Tinker, das nur zwei Lagen hat. Ja, Tinker mit Schraubendreher, denn ich trinke ja keinen Wein. Habe ich mir ein Tinker gekauft, das kostet was, so 15 Dollar oder so. Und ich bin damit fertig. Ist ein tolles Messer, aber ich will jetzt auf Victorinox keine Zeit mehr verbringen. Ja? Ich habe gesagt, ne, ich habe keinen Bock mehr. Das Tinker ist das Modell, das ich mir jetzt von jetzt an immerfort wieder kaufe, wenn ich es mal verliere oder weggebe oder verschenke. Und damit bin ich fertig. Ich habe kein Interesse mehr an Victorinox. Ist ein tolles Messer, aber so sehr flasht es mich dann auch wieder nicht. Gut. Das Tinker ist aber trotzdem ein tolles Teil. Ich habe das auch, ja, die Oberfläche, so, obwohl es brandneu war, habe ich das erstmal mit der Drahtbürste und mit Stonewash bearbeitet. Jetzt sieht es auf dem Video scheiße aus, aber in der Hand und in der Realität sieht es total gut aus. Schönes Lanyard auch noch so. Gut, das ist das, ich würde sagen, das ist das einzige Victorinox, das ich habe, das ich benutze. Stimmt aber gar nicht. Das zweite Victorinox, das ich habe, ist das GUK. Das German Army Knife, das alte deutsche Militärmesser, bevor es das Einhandmesser gab. Da gab es eben dieses. Dieses Messer habe ich auch für Jahre nicht benutzt. Ich dachte, ach, ich lasse das mal in gutem Zustand, benutze es nicht. Und ich hatte stattdessen ein Camillus TL29, das auch ein Militärmesser ist. Und über die beiden habe ich auch mal ein Video gemacht. Ich dachte, das Camillus gefällt mir besser, aber irgendwann habe ich gemerkt, na, die Klinge beim Camillus war doch irgendwie ein bisschen kurz, ne? Diese längere Klinge hier gefällt mir besser. Außerdem hat dieses Messer einfach mehr Funktionen. Das TL29 ist vor allen Dingen super robust und super, ja, tough eben. Allerdings hat dieses Messer mehr Funktionen, zum Beispiel die Ahle. Das gefällt mir total gut an diesem Messer. Da bin ich eben doch umgestiegen. Das TL29 werde ich wohl wieder verkaufen. Und dieses Messer trage ich jetzt eben einfach. Mittlerweile sind diese Messer auf eBay ganz schön hochgegangen im Preis. Als ich das gekauft habe, das ist das, by the way, das ist das Modell Nummer 2 mit der Feile, die findet man nicht so oft. Als ich das gekauft habe, habe ich, glaube ich, dafür 12 € bezahlt, inklusive Porto. Ja, dafür kriegt man das heute aber nicht mehr. Ja, die Preise sind hochgegangen, wenn man ein Original Victorinox im guten Zustand haben will. Vor allen Dingen für dieses Modell 2 mit dem Sägeschutz noch. Ja, muss man jetzt mehr für bezahlen. Ja, und das ist eben mein zweites Victorinox. Bin ich bei Victorinox eben doch wieder hängen geblieben.
Aber ich verschwende darauf jetzt keine Energie mehr. Damit bin ich jetzt fertig. Und das ist das Gack. Auch ein tolles Stück. Selbst wenn ihr es für 20 kauft, ist es immer noch ein super Deal. Selbst wenn ihr es für 25 kauft in gutem Zustand, ja, würde ich dafür auch noch bezahlen. Also ne, ein neues, wie lang sind die? 111 mm Victorinox mit Säge kostet ja auch nicht weniger als 20, 25. Wenn ihr so eins noch findet im guten Zustand, dann holt euch das auf jeden Fall. Ist ein tolles Teil. Ja, und das sind alle die Messer, über die ich mal eben kurz in diesem kleinen Schwenk reden wollte. Das Gack, das Exiled Cutlery Balisong, das zweite Victorinox, das Tinker, über das ich jetzt keine Worte mehr verlieren will, und das Kirscher Vapor, das mir neu ist und das mir total gut gefällt. Und das Spyderco, mein einziges Spyderco. Ich wünschte, ich hätte noch ein paar mehr. Weiß noch nicht, ob ich da nochmal Geld investieren will. Ach, Spyderco, Mann, so teuer, ey. Also, ne, Spyderco macht ja schon viele tolle Modelle. Ach, aber das Geld, ey. Ach, furchtbar. Ja, gut. Das ist alles. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vielen Dank. Bye, bye.